Ludwig Mann, die dritte Generation. Das Jahr 1939 bringt großes Leid über die Welt. Denn der Überfall Adolf Hitlers auf Polen am 1. September 1939 läutet den Zweiten Weltkrieg ein. In der Bäckerei Der Mann übernimmt in diesem Jahr die dritte Generation die Leitung. Franz Mann übergibt an seinen Sohn Ludwig, der das Unternehmen durch die wohl härteste Zeit des Jahrhunderts steuert. Doch auch ihm gelingt nach den Aufbaujahren eine Erweiterung. Auf 650 Quadratmetern Betriebsfläche beginnt Ludwig zusätzlich zur Bäckerei mit der Erzeugung von Konditoreiwaren. Diese kluge Entscheidung lebt bis heute weiter.